So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen vom Success Table mit meiner wunderbaren, bezaubernden Streaming-Prinzess Isabel. Isabel, man hat dich selten gesehen, man weiß gar nicht, ob du existierst eigentlich, weil auf Facebook existierst du ja zurzeit nicht. Ja, und ich habe zu meiner Linken, bei euch zu eurer Rechten, Tobias S. aus N. Mit einem Schnauz. Also das könnte schon fast irgendwas sein. Und das Thema heute, bevor du was sagst, das Thema heute ist, nenn mir einen einzigen Grund, warum. Und das werde ich erst beantworten, wenn wir mindestens 10 Menschen in diesem Livestream haben. Tobi, was hast du zu sagen? Wie geht's dir? Was geht ab? Was geht? Nein, nicht was geht ab. Ka-ching! Ja. Geil, Mann, heute bin ich echt wieder so aufgewacht, dass ich habe wirklich wieder Ka-ching gehabt. Aber whatever, das ist eine andere Sache. Was anderes, was ich an das Warum ansetzen möchte, ist folgendes. Ich habe bei mir selber hier, bin ich auf Mark seine Timeline gegangen, habe das Live-Video selber an sich gehabt. Jetzt drücke ich auf den Beitrag teilen, jetzt teilen, einfach nur auf jetzt teilen drücken, zack. Und bam, ich hab's auf meiner Seite. So, go for it. Und jetzt können wir weiterreden. Jetzt möchte ich denn das ist eigentlich für mich selber, ist es selber immer wieder sehr, sehr inspirierend. Das Geile ist, wir beide werden heute die Farbe wechseln. Wir beide werden heute die Farbe wechseln. Und wenn wir haben wir zehn Menschen? 12. Herzlichen Dank, gibt uns ein paar Daumen hoch. Ein paar Herzchen und ich werde dich jetzt etwas fragen, dass wir dein komplettes Bild auseinanderwerfen. Einmal mehr, wir sind hier am Success Table, jeder weiß, wer hier mit mir spricht. Wird nicht Bauch gepinselt, hier wird in die Fresse geschlagen, weil hier geht es um Sales. So, seid ihr bereit? Daumen hoch, Herzchen, was? Daumen hoch, Herzchen und ich sage dir, gib mir wirklich einen Grund. Gib mir. Und ich sage es jetzt schon, Daumen hoch, Herzchen, wenn du mir einen unternehmerischen Grund sagen kannst, ja, ich kann das sagen, Schatz, gebe ich dir 100 Euro via PayPal, direct, einem Menschen, wenn du mir einen unternehmerischen Grund sagen kannst und diese Frage, die ich dir jetzt gleich stellen werde, wenn du Daumen hoch machst oder für meine fantastische Frau Herzchen lieferst. Herzchen, haben wir Daumen hoch? Nee. Nein? Nein? Ja, dann leck mich doch am Arsch. Dann mach mal ein paar. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich bin Online-Seller. Daumen hoch und. Do it. Nee, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Ist mir egal. Go for it. Was wir tun möchten ist, und ich werde dir das nicht erklären, bevor wir ein paar Daumen der Herzchen haben, weil mir ist es ja wirklich egal. Egal. Und ab Januar wird sich sowieso alles ändern in diesem Social Media Stuff. Aber ich möchte dich, na weißt du was, es ist mir egal, ob du Daumen hoch, weil der Faktor ist, du kannst das mit deinem Mind gar nicht vereinbaren. Du möchtest es gerne, es reicht dir Möglichkeiten zu haben. Wir reden hier Real Talk, nach Bullshit. Ich sage nicht, du kannst es. Nein, ich sage zu 9 von nicht geeignet, auch nur einen Cent zu verdienen, weil du kannst es nicht. Und jetzt sage ich dir, warum. Erstens, du brauchst eine Lösung. Du brauchst kein Produkt, kein Unternehmen. Du brauchst eine Lösung. Zweitens, wer will deine Lösung? Drittens, wo und wie findest du Menschen, die deine Lösung wollen? Viertens, wie sprichst du diese Menschen an, weil sie diese Lösung wollen und das auch kundtun? Kaufst du diese Lösung? Und jetzt gibt es Vollidioten wie du wahrscheinlich, die Marketing betreiben, obwohl du diese 5 Dinge nicht kannst. So what? Wieso soll ein Mensch von dir kaufen? Du hast keine Lösung, du kennst die Menschen nicht, du kennst die Ansprache nicht, du kennst nada. Go for your fucking life and waste it. Und ich kann dir eines sagen, you get beat down. Und es interessiert keinen einzigen Menschen da draußen. Ja, ich rede Real Talk. Geh weg. Different.
interessiert mich nicht, weil das ist die Realität. Zu nichts bringen, wenn du nicht weißt, was du für Lösungen hast, wo deine Zielgruppe ist, wie du diese Zielgruppe ansprichst, warum deine Lösung Probleme und wie du im Endeffekt verkaufst. Aber du kannst Marketing hier, und jetzt frage ich dich, wenn du diese 5 Punkte nicht kennst, warum investierst du Marketingkosten ohne Ende, wenn da einer steht, der sagt, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, weil er sagt, bist du, ja, right? Wir hatten wieder 4 Leute mit dir, 5 hier. Es ist mir scheißegal, ich brauche weder dich noch sonst wer. Hallo, ich bin Online-Seller, ich brauche dich nicht. Ich weiß, wo ich eine Lösung finde, wo ich diese Menschen finde, wie auf Facebook. Wie ich die anspreche, weißt du nicht, du hast nie gelernt. Wann? Ich habe eine Frage an dich. That's a real question. Okay. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen angesprochen? Wegen irgendwas. Wann? Geh, atme 3-mal tief ein und frage dich, wann hast du das letzte Mal einen Menschen angesprochen? Und go for it und frage dich, warum in Gottes Namen soll man dir irgendetwas abkaufen? Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube keinem Verkäufer ein Wort, wenn du nicht weggehst. Du kannst es nicht. Du kannst doch nicht mal ein Produkt von dir zu Hause, das du gekauft hast, verkaufen kann. Nichts. Nothing. Nee, da komme ich in Rage, ja. Und das sind die Dinge, die ich dir gerne beibringe. Du möchtest Geld verdienen alleine. Du hast 20 fucking Jahre niemals für dich, für irgendjemand gesorgt, außer mit Geld, das du verdient hast, mit einem Job, den du nicht willst, wenn du ihn geil findest, fantastisch. Ja? Wir sind ja nicht hier, um zu sagen, unser Job ist der geilste. Sind wir nicht. If you're happy, you're happy. Perfect. Ich will dir eines sagen, wenn du den ganzen Scheiß rumschreist, irgendwelche Vorwände hast, es interessiert keinen Mensch. Mich am wenigsten. Ja? Und jetzt, haben wir Zuschauer? Ja. Wir haben 3. Wie viel? 23. Go for it. Wir werden uns jetzt grün machen, Schatz, weißt du noch mit? Ja. Bevor du den zu endest. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt von dem Ganzen hier. Okay, Moment. Moment. Nein, ich bin jetzt wirklich ein bisschen geschockt. Ich würde euch bitten darum, dass ihr mich ein bisschen aufheitert, indem dass ihr ein paar Smileys rauslasst, die einfach ein bisschen lachen. Auslacht? Ja, nee, loslacht. Ein bisschen draufdrückt. Ja, genau. Drückt mal ein paar lustigen Smileys raus, ein paar nach oben. Ihr habt keine gerichtete Ahnung, wie wertvoll dieser Content noch werden wird in diesem Livestream. Ja? Es wird legendär, es wird ganz sicher legendär hier noch, was da hier noch alles. Ja. Wir werden hier dir helfen, etwas zu tun, ist. Ich kann dir ein Messer geben, wenn du Vollidiot, und ich sage bewusst Vollidiot, dieses Messer nicht benutzen kannst, ist das Messer nicht per se scheiße, sondern du hast keine Ahnung, wie es ist. That's the way it goes. So, was machst du? Bla 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 bla. Oder kannst du mit einem Messer Brot schneiden oder nicht? Und ich gebe dir heute einen Vorwand for free, right? Tobi gibt dir heute einen Tipp for free. For free. For free. Fakt ist, tust du es. Go for it. Do it. Und könnte es sein, dass wir grün werden. Wie viele Zuschauer haben wir? 24. Noch 24 Zuschauer. Das muss man. Ist schon cool. Es ist der vierte Advent und man muss sich vorstellen, wen interessiert. Mach doch mal ein Menschen dir zuschauen. Wenn du Werte liefern kannst, go for it. Weißt du, wie geil das ist, wenn du nur 2 oder 3 Menschen zuschauen? 2 oder 3, wir reden hier nicht von 1000 Menschen, ja? Nein, 2, 3 Menschen, denen du helfen kannst, go for it. Tobi, du bist der. Denn ihr müsst euch das mal so vorstellen, ihr seid in einem Klassenzimmer mit 30 Personen, wo ihr irgendetwas erzählen könnt. Bezug auf irgendetwas. Whatever.
die Möglichkeit, nicht nur an 30 Personen teilzuhaben, sondern einfach an 300 Personen. Und das waren wir hier gerade. Wir reden hier gerade mit 23 Personen. Auf meinem Handy selber 23 Personen minus meiner Person, also sind es nur noch 21. Daumen hoch, Mann. Daumen hier hoch. Live on air sind. Hier live on air sind. Wie man verkauft. Ja. Ciao. Na, wir verändern unser. Ja, und jetzt geht es darum. Es geht es darum. Wir werden grün. Moment, wir werden zum Sales Hog. Sales Hog, Schatz, wir werden zum Sales Hog. Ja. Kannst du das tun? Ja, guck. Fragen unterbrochen. Zahl geworden sind. Kommentiere mit. Daumen der hoch. Der Ton ist weg. Gebt uns. Was? Der Ton? Nein, der Ton ist nicht weg. Gebt uns. Doch, sie schreiben alle, der Ton ist weg. Ton? Wir schauen, ob der Ton. Warte mal, machen wir mal ein bisschen lauter. Reden. Ja, da müssen wir. Ja, der Ton ist weg. Der Ton ist weg, da macht es nicht weiter. Nee, der Ton ist da. Der Ton ist super. Oh mein Gott! Jetzt einen Ton hört. Weil wir hören ihn. Mach das wieder weg. So. Sind wir wieder normal drauf? Ja. Ich hoffe, ihr uns jetzt wieder wir frag mal nach. Jetzt macht das keinen Sinn mehr hier da weiterzumachen. Das funktioniert mit unserem. Danke, Bodo. Danke, Klaus. Das Cheng, okay. Kachong. Ständig unterbrochen. Jetzt, ja, wahrscheinlich. Ständig unterbrochen, Claudia. Oh mein Gott, oh nein. Mal ja, mal nein. Okay. Warum? Immer wieder weg. Wir haben technische Probleme hier. Ja. Kein Ton. Meinem Handy. Kein Ton. Nein. Hat aber nichts mit dem Grün zu tun. Okay. Ständig. Ja, wir starten von. Okay, meine lieben Damen und Herren, wir starten mit all den Resultaten plus einer Vorwandsbehandlung. Entschuldige mich bitte, ich weiß nicht, an was das liegt. I have no idea about that. Ja, warum? Das ist Online-Business. Ich möchte das trotzdem selber sehen. Ja, wir haben hier keinen Ton. See you soon in the next. Entschuldigung für die technischen Probleme. Wir sehen uns gleich. Tschüss.